Ja, wir haben jetzt gerade wieder so einen Fall aus der täglichen Ausbildung und da möchten wir mehr aufnehmen in Zukunft und euch zur Verfügung stellen. Und der Tim sagt jetzt gerade mal kurz, was wir bisher gemacht haben, auf welches Problem wir jetzt gestoßen sind und dann schauen wir mal, wie wir das lösen. Genau, also wir haben eine Online-Plattform, die nennt sich Debitor. Da hinterlegen wir unsere ganzen Rechnungen, die wir an Kunden rausschicken. Und da habe ich jetzt ein Programm geschrieben, was die API benutzt und die ganzen Rechnungen praktisch runterzieht von der Plattform und die können wir dann weiter auswerten. Jetzt ist das Problem, dass wir natürlich auch Kunden haben, die uns Gutschriften schicken. Sprich, die haben wir dann nicht in Debitor hinterlegt, weil die ja vom Kunden kommt und da müssen wir uns überlegen, wie wir dann eben diese Gutschriften auswerten können, weil wir die ja nicht über die Debitor-API beziehen können. Genau, ist ein sehr seltsam klingender Fall. Das gibt es aber tatsächlich, wenn man mit Projektvermittlern arbeitet, dann stellen die Gutschriften. Also es gibt zwei Varianten, wie ein Dienstleister an sein Geld kommt. Entweder er schreibt selber Rechnungen oder der, in dem Fall Kunde, schreibt einen Gutschriften. Das geht tatsächlich, das ist als Rechnungslegung legitim. Und weil wir das eben nicht in unserem eigenen Debitorenprogramm drin haben, müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie kriegen wir das rein. Was macht denn unser Programm aktuell? Was macht es fachlich? Also schickt eine HTTP-Anfrage eben an die Debitor-API. Aber fachlich, nicht technisch. Was machen wir fachlich damit? Wir ziehen also wir holen uns die Rechnung. Die Genau, die Debitorenrechnung? Debitoren-Rechnung holen wir, dann sortieren wir die nach dem Quartal, glaube ich. Auf Mhm. jeden Fall werden die dann die PDFs runtergeladen, in ein entsprechendes Verzeichnis gelegt. Und außerdem haben wir dann noch ein paar Weiterverarbeitungstätigkeiten. Zum Beispiel werden die Konten in der HTML-Liste dargestellt und zwar aggregiert, immer die verschiedenen Monate, was auf welche Konten draufgegangen ist. Dann wird eine CSV-Datei erstellt, die man dann in Excel öffnen kann, um einfach nochmal eine Übersicht in Excel eben zu haben. Und wir haben, überlegen, was war noch? Aber ein Coacher. Ah, schon einfach den Code schon, das würde helfen. Genau, dann haben wir eine bereits vorhandene Excel-Tabelle, wo die ganzen Informationen gepflegt werden und da werden dann eben entsprechende Buchungen hinzugefügt. Und generieren eine Datei für unser Finanzbuchhaltungssystem, das von GDI. Und da erstellen wir eben im Prinzip eine Datei, die dort importiert werden kann, sodass die Finanzbuchhaltung eben auch die ganzen Daten hat. Genau, weil wir haben kein integriertes System. Als Startup haben wir ein sehr schmales Debitorenprogramm, was genau die Bedürfnisse deckt, die wir haben. Und dadurch fehlt uns jetzt quasi die Schnittstelle zu unserer Buchhaltung. Ob man jetzt eine externe oder eine interne hat, spielt gar keine Rolle, sondern es gibt einfach nur ein separates Buchhaltungsprogramm. Und damit die nicht immer alles von Hand abtippen müssen und es da eventuell noch zu Tippfehlern kommt, stellen wir das denen automatisiert zur Verfügung. Da läuft einfach zu einem gewissen Zeitpunkt läuft unser Programm. Das zieht dann alle neuen Debitorenrechnungen, die seit dem letzten Rechnungslauf hinzugekommen sind, exportiert das Ganze und stellt es der Buchhaltung zur Verfügung, dass die nur noch sagen müssen, importieren. Dann zeigt alles schon schön an, dann kann es importiert werden. Und wir machen damit unser Controlling, das heißt Auswertungen fahren, wie liefen die Umsätze, kommen wir dahin mit dem, was wir haben. Als Beispiel haben wir unseren Break-Even-Point erreicht und was haben wir darüber hinaus? Welche Geschäftssparte hat wie viel erreicht, dann aktualisiert es automatisch in unseren Auswertungen, also in unserem Controlling. Und jeder Mitarbeiter kriegt dann einen Report dazu, wie lief jetzt der aktuelle Monat, damit jeder genau weiß, wie liegen wir im Kurs. So, und jetzt müssen wir einfach nur das Bestehende erweitern. Und zwar haben wir hier quasi einen Eingangspunkt, dafür muss ich jetzt erstmal unser Bild klein machen. So. Vielleicht machen wir es nach rechts, ist wahrscheinlich geschickter. So, ich mache das mal hier rechts runter. Mache das Bild noch ein bisschen kleiner. So, genau. Und dann habe ich das mit dem Tim besprochen. Der Joshua ist heute leider in der Schule. Dann ist es immer eine Aufgabe von Tim, ihm das zu kommunizieren, vice versa. Und so, wir haben hier das entsprechend gemacht. Source Collection. Das sind also die Quellen von den Debitoren. Da steht jetzt nur noch Debitor im Namen drin, weil wir sind schon in einem Debitorenprogramm. Das ganze Projekt heißt Debitor. Von daher, Source Collection ist dann quasi gemeint. Das sind alle Quellen für Debitorenrechnungen. So, und wenn wir uns das mal anschauen, können wir da reingucken. Gehen wir mal da in die Definition. Und das selbst implementierten iRepository Interface, das können wir uns auch gleich anschauen.
Ich hoffe, wir haben es groß genug, aber es sieht eigentlich groß genug aus, wenn ich so sehe. All IDs ist, glaube ich, inzwischen rausgefallen. Oder rausgefallen, das heißt, das schmeißen wir in dem Zuge auch gleich weg. So, also das ist das Einzige, was die Schnittstelle angibt. Und ja, das ist auch so ein Thema, was ich mal mit den Jungs hatte. Ich möchte eigentlich keine auskommentierten Zeilen. Dafür hat man ein Git-Repository, da braucht man es nicht. Das können also auch rauskommen. Hier sieht man, was die zukünftige Lösung dann können soll. Wir haben dann später ein Dokumentenmanagementsystem. Da landen dann alle Debitorenrechnungen drin. Und wenn das eine entsprechende Texterkennung der PDFs hat, dann können wir quasi nur noch diese eine REST API ansprechen und müssen nicht mehr über mehrere gehen. Das geht leider noch nicht. Da sind wir jetzt im Beta-Programm drin. Das hat sich schön über Twitter ergeben. Da ist GetMyInvoices auf uns zukommen, ob wir dann ins Beta-Programm möchten. Und dann werden wir künftig das alles dort abholen. Ne? Und dieses Dokumentenmanagementsystem, das wird von überall mit Dokumenten gefüttert und wir haben nur noch eine API. Und es ist da schon vorbereitet. So, genau. Also, dann brauchen wir hier jetzt ein neues, achso, übrigens, genau. Jegliche dieser Klassen implementiert selbst wiederum das iRepository. Ne? Das heißt, wir haben da einen Decorator drüber, der verhält sich nach außen genauso wie alle internen Repositories. Und man erkennt es aber gar nicht, weil es einfach auch nur ein iRepository ist. Ich mache mal kurz hier eine Autoformatierung. So. Genau. Gut, das hier können wir rausschmeißen. Mit Alt entfernen kann man Resharper sicheres entfernen machen, wenn es entsprechend eingestellt ist. Müssen wir noch konfigurieren. Das haben wir in unserer Retrospektive festgehalten, dass wir demnächst für alle einheitlich die Shortcuts festlegen wollen. Gut, und jetzt brauchen wir im Prinzip nur hier ein weiteres Repository. Jetzt könnte man als erstes mal Test schreiben. Das habe ich aber im letzten Video gezeigt. Ich möchte mich jetzt ganz kurz darauf konzentrieren, wie Tim und ich vorgehen, weil er wird es eigentlich großteils allein implementieren. Wir machen jetzt nur im Prinzip zusammen so das Design, wie das aussehen soll. So, also wir bräuchten jetzt quasi noch ein weiteres Repository. Vertippt internal class Gutschrift auf Englisch, jetzt bin ich gerade am Zweifeln. Frage. Ach Gott, tausendmal benutzt. Und wenn es dann so ist. Das ist der Druck, ja, der Zuschauer. Credit Note. Oh Mann, Credit hatte ich aber. Credit Note. Drauf kommt Credit Note. Wie haben wir die anderen genannt? Debitor Invoices, Credit Notes. Machen wir es einfach so. Da machen wir auch das iRepository. So, ich implementiere dir das jetzt nicht, das machst du dann. So, das heißt, wir können hier auch gleich schon mal das einhängen. Credit Notes. Ah, das Credit Note Invoices hatten wir. Forget my invoices. Das heißt, das müssen wir ohnehin sauberer benennen. Credit Note Invoices. Also gehen wir mal kurz hin. Credit Note Invoices. Das hatten wir da tatsächlich schon fachlich sauber benannt. Weil wir wollten da nicht Get My Invoices als Produkt nennen, sondern quasi, was hier fachlich passiert. Dann würde ich sagen, außerdem ist der Name ungünstig, weil Credit Note, es sind ja keine Rechnungen, sondern es sind Gutschriften, also das widerspricht sich fachlich. Also das ist auch ungünstig benannt. So, wir löschen das nachher aus Git, also wir machen einen expliziten Commit, wo wir nur das löschen. Bis dahin lassen wir das jetzt einfach so drin. Und dann wird es markiert, dann macht man noch einen Tag dran. Damit man später, wenn wir das tatsächlich implementieren, das wird wahrscheinlich leider erst Ende des Jahres sein, wenn GetMyInvoices alles kann, was es in der Beta-Version verspricht, wobei da funktioniert es auch noch nicht korrekt. Das sind wir jetzt gerade am Testen oder Tim ist da gerade am Testen. Aber wir löschen es dann, taggen es und dann können wir uns das in einem halben Jahr wieder rausziehen, wenn wir es dann brauchen. So. Und bis dahin bleibt das Ganze. So. Und da war jetzt eben der Ansatz der, Entschuldigung, hast du schon eine PDF entsprechend runtergeladen?
Wir haben auf jeden Fall welche da, ja. Aber ich zeige es jetzt gar nicht an der konkreten. Das Ganze würde so ablaufen, dass man beispielsweise, mal einfach mal auf dem Desktop einen Ordner, machen wir hier mal Credit Notes. Die PDFs haben wir ja logischerweise, die Gutschriften, das ist ja aufbewahrungspflichtig. Und dann würden wir hier entsprechend Ordner haben, wo die ganzen drin liegen. Und dann hat man hier eine PDF. Ich mache jetzt einfach mal hier beispielhaft ein neues Dokument. Dann nennen wir das mal 1.PDF. Machen wir einfach ändern, das ist völlig egal. Da kommt, wie gesagt, nachher eine richtige hin. Und dann soll es immer Credit Note 1 und das nennen wir jetzt beispielsweise, das können wir uns überlegen, soll es eine CSV sein, soll es eine JSON, würde ich JSON sagen. sein? Da haben wir vorhin kurz drüber diskutiert, wie wir es haben wollen. Wir haben auch überlegt, machen wir diese Dokumente in eine NoSQL-Datenbank. Wir haben uns jetzt erstmal dagegen entschieden, weil dann müssen wir an der bestehenden Struktur nichts ändern. Dann müssen wir nur quasi dort, wo diese Credit Notes liegen, einfach noch JSON-Dateien hinzufügen. So, jetzt sind gerade die Kollegen parallel von der Mittagspause gekommen. Jetzt hoffen wir, dass ihr uns trotzdem dann versteht, wenn hier mal das Telefon klingelt. Aber wir sind auch gleich durch. Also dann würde das Ganze so aussehen, ne? Und im Prinzip muss man da jetzt die Informationen halt von Hand pflegen für diese Credit Notes. Das sind nur wenige, ja. Also wir haben dieses Jahr vielleicht 3 Stück oder so. Deswegen ist es auch kein Problem. Sagt man, man macht von Hand quasi diese JSON-Datei, schreibt es da ganz kurz rein und die heißt immer genauso wie die PDF. Und dann würde man quasi hierher gehen. Man hätte hier einen Basispfad irgendwo, den könnte man hier im Konstruktor beispielsweise mitgeben, ne? Hier zum Beispiel ein Directory, entweder Directory Info schon, ein konkretes Objekt oder halt der String Source Path. Dann wird man das hier, Entschuldigung, als Read-Only Field. So, und dann könnte man hier quasi Directory Info, da kann man auch oben noch Validierung reinmachen, das soll dann alles der Tim machen. So, und dann könnte man hier machen Source Punkt, machen wir mal Enumerate Files. So, und jetzt können wir da noch einen Search Pattern angeben, dann machen wir hier einen Punkt JSON. Dann wissen wir, für jede JSON muss auch eine PDF da sein, muss man natürlich dann auch nochmal im Programmcode abhandeln, wenn die PDF nicht da ist. Da können wir machen Credit Note in. So, dann können wir hier drüber iterieren. Wichtig zu wissen, bei Enumerate Files ist es so, dass es sofort losläuft, sobald es die erste hat. Wenn ich hier eine Liste eingelesen hätte, dann hätte es erst abgewartet, bis die Liste eingelesen wurde und dann gestartet. Und so kann es schon mal loslaufen. Wenn man das Ganze parallelisieren will, ist das vielleicht nützlich. Ist es bei uns völlig irrelevant, weil auch kein Performance da jetzt eine zentrale Rolle spielen würde. Zum Thema Optimierung gilt ja ohnehin, also wir machen es erstmal lauffähig. Und dann gibt es auch diesen schönen Spruch, don't optimize oder don't optimize yet. Also am besten gar nicht optimieren so in die Richtung, das machen wir natürlich nicht, aber also wir gucken erstmal eine ganze Weile und wenn kein Bedarf da ist, schieben wir es möglichst weit zurück, wenn wir schon relativ weit sind, dann sukzessive. Deswegen lernen sie eben diese Refactoring-Ansätze, damit sie es dann optimieren können. So. Genau, und dann könnte man hier jetzt quasi noch den Konstruktor, da können wir ja jetzt mal einfach String mit empty hier oben reinschreiben. So, jetzt bildet es auch wieder. Und jetzt müsste man hier quasi mit JSON, und jetzt ist die Frage, haben wir das NuGet-Paket installiert? Nutansoft.json ist da. Ne, ich will nur JSON, was glaube ich, oder was Nutansoft? JSON deserialize. Mal ganz kurz gucken. Convert. Ich meine aber, wir brauchen da die deserialize. Gucken wir einfach ganz kurz nach.
Weißt du es auswendig? Aber irgendwo müssen wir es ja theoretisch mal haben. Meine ich. So. Gucken wir mal ganz kurz einfach. JSON Convert. Ja. Genau, so war es nämlich. Also JSON Convert. Punkt. Deserialize Object, dann nehmen wir die generische Variante, weil wir möchten es ja genau auf das mappen, was wir brauchen. Und wir brauchen, meine ich, eine Invoice. Ne? Ja. So. Und da müssten wir dann das Objekt übergeben, was ja dann Credit Note ist, beziehungsweise stimmt noch nicht. Das ist erstmal die Datei und die Datei müssen wir jetzt logischerweise einlesen. So, Credit Note. Mhm. Kann man dann alles noch schöner benennen. File-Info. Mal gucken, ob File-Info selbst eine Methode hat. Ich glaube aber nicht. Read. Ja, da muss man nämlich so einen Stream machen. Das möchten wir nicht. Wir möchten hier eigentlich dann nur den Full Name. So. Und hier kommt dann JSON. Und dann müssen wir das logischerweise in eine Variable. War. Halt. So, dann fällt mir nämlich das vom Namen nicht. Das hier ist quasi, nenn es mal Info oder Metafile. Und das hier ist die eigentliche Credit Note. So. Ne? Und jetzt können wir machen Yield Return Credit Note. So, so in die Richtung und dann wäre das Ganze schon fertig. Jetzt, wie gesagt, eigentlich würde man erstmal den Test schreiben, wie man es haben möchte, wird es dann sukzessive ausimplementieren. Und wichtig ist immer in diesen einzelnen Iterationen, wir machen jetzt quasi so das kleinste funktionierende Inkrement und würden es dann sukzessive aufbrechen. Also jetzt könnte man hier erstmal sich einen Ordner machen, da eine PDF reinschmeißen, eine JSON reinschmeißen. JSON kann man sich jetzt einfach online generieren irgendwo, dass es so ist, wie man es braucht. Und jetzt klingt natürlich das Telefon, aber jetzt sind wir auch fertig. Und da Tim wird jetzt eben hergehen und das Ganze fertig implementieren. Ja. Gut, so läuft es ungefähr bei uns ab. Ja. Und dann hoffe ich, dass euch das einen Einblick geben konnte, falls ihr euch bei uns bewerben möchtet. Und noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.